Hast du schon mal was von dem 33-Jahre-Zyklus gehört? Unsere Kalender stimmen nicht. Das Jahr ist eigentlich nicht 365 Tage lang. Wir sind sozusagen immer ein bisschen aus der Taktung. Aber alle 33 Jahre ist alles wieder genauso, wie es war. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Wir denken, wir sind frei, aber das sind wir nicht. Wir folgen dem immer gleichen Pfad. Wieder und wieder. Es wird wieder passieren. Es wird wieder passieren. Zeit haben. Wie kann man Zeit haben, wenn sie eindeutig dich hat? Sind wir überhaupt frei in dem, was wir tun? Oder entsteht alles auf ewig neu in einem immer wiederkehrenden Kreislauf? Und wir folgen den Gesetzen der Natur und sind nichts als Sklaven von Raum und Zeit. Wer sind Sie? Weißt du das nicht? Wer sind Sie? Kannst du dir das nicht denken? Ich bin du. Ich bin du. Aber die Frage ist nicht wie. Sondern wann? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Aber jede Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Ein Leben für ein Leben. Wofür wirst du dich entscheiden? Warum er gegangen ist? Warum so? Warum er sich scheiße immer erhängt hat? Warum er kein Wort erlassen hat? Nichts, das diese ganze Scheiße erklärt! Versprich mir, dass du es nicht tust. Papa, du musst es mir versprechen. Erst wenn wir frei sind von jeder Emotion, sind wir wirklich frei. Erst wenn man bereit ist, das zu opfern, was einem das Teuerste ist. Ich hoffe, dass irgendwann ein Tag kommt, an dem du nicht mehr alles glaubst, was Adam dir erzählt. Woher wissen wir, was richtig und was falsch ist? Was gut und was böse ist? Das Leben ist immer gewinnt. Du kannst dir nicht das Leben nehmen, was dein älteres Ich bereits gibt. Die Vergangenheit. Manche irren darin bis zu ihrem Ende herum und suchen nach einem Ausweg. Dabei gibt es nur einen Weg und der führt immer tiefer hinein. Erst wenn man die Mitte erreicht hat, wird man verstehen. Interessant, dass du es bist. Ich bin hier, Jonas. Wer ist meine Mutter? Sie hat dich sehr geliebt. Das tut sie noch immer. Elisabeth! Manchen Schmerz vergisst man nicht. Du wirst diesen hier dein Leben lang mit dir fortsetzen. Tod ist etwas Unbegreifliches, aber man kann sich mit ihm versöhnen. Ich will überhaupt nichts anfangen. Ich will, dass es hier endlich aufhört. Alles. Ich will, dass der ganze kranke Scheiß aufhört. Du bist ein so guter Mensch. Die Welt hat dich nicht verdient. Könnt ihr mir einen Fist bauen? Könnt ihr mir einen Fist bauen? Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ein Fehler in der Matrix. Ein Fehler in der Matrix. Ein Déjà-vu. Oder ein Fehler in der Matrix. Das Paradies. Schmerz.
gefunden haben. Ausgelöscht. Bis dahin solltest du dich jeden Tag fragen, ob du die richtigen Entscheidungen getroffen hast.